Ihr wolltet wissen, wie man sportlich einen Sakko stylen kann. Heute gibt's die passenden Tipps dazu. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1, wählt eine Chino zu einem sportlichen Sakko. Wer nicht weiß, was eine Chino ist, ganz einfach erklärt, eine Chino ist im Prinzip der Sohn von einer Anzugshose und einer Jeans. So könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Eine Chino ist einfach ein bisschen eleganter als eine Jeans, tatsächlich aber auch noch immer noch sportlich. Chinos eignen sich deshalb auch perfekt zu einem Smart Casual Look, zum Beispiel mit der Kombination Sakko und Chino. Die Chino bricht halt den strengen Anzug-Look, ist aber immer noch elegant genug, um sie halt perfekt passend mit einem Sakko zu tragen und ist auch einfach ein Stückchen eleganter als halt so eine ganz normale Jeans. Bei der Chino solltest du auf jeden Fall auf eine gute Passform achten, denn das rundet den Look einfach ab. Die Chino muss sitzen. Gerade bei einem Sakko fällt das natürlich dann auf, wenn du die Kombination Chino-Sakko trägst, wenn die Chino nicht sitzt. Deshalb auf jeden Fall darauf achten, dass es von der Hosenlänge her passt und halt auch oben am Bund einfach perfekt sitzt. Chinos gibt es übrigens in allen erdenklichen Farben von beige, dunkelgrau, grün, oliv, blau. Da gibt es wirklich unterschiedliche Farben und wirklich, die passen auch mega super zu solchen Smart Casual Looks in Kombination mit einem Sakko. Und so einen Look, Leute, ihr wisst es selber, den kann man sowohl im Alltag tragen, als auch auf der Arbeit tragen, für ein Date tragen. Einfach, wenn es ein bisschen schicker sein soll, aber nicht zu schick, ja, ist das ein perfekter Look. Zweite Möglichkeit, einen Sakko zu kombinieren, ist mit einer Jeans. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, mit einer Jeans. Eine Jeans ist halt die noch sportlichere Variante und mit einer Jeans kann man halt auch einen Sakko kombinieren. Allerdings musst du da bei der Jeans auf ein paar Dinge achten. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Deshalb meine Empfehlung ganz klar, eine Jeans auszuwählen, die keine Waschung hat. Eine Jeans auszuwählen, die auch wirklich Denim ist, also wirklich dunkel ist. Denn umso dunkler die Jeans ist, umso hochwertiger wiegt sie am Ende des Tages auch. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, Leute, eine Jeans auswählen, die keine Löcher hat. Denn das wäre dann ein bisschen too much, denn das wäre dann einfach zu Street-Style kombiniert mit Sakko, zu elegant. Das passt dann irgendwie nicht, das bricht es einfach zu krass. Von daher greift auf eine Jeans zurück, die keine Löcher hat. Dritter Tipp, wählt ein sportliches Sakko aus. Wer nicht weiß, was der Unterschied zwischen einem sportlichen Sakko, ja, und einem Jackett ist, hier nochmal kurz die Erklärung. Ein Jackett ist im Prinzip das Oberteil von einem Anzug, also ein Jackett bekommt man immer passend zu einem Anzug und ein Sakko kannst du auch einzeln kaufen. Heißt, zu dem Sakko, ja, muss es nicht unbedingt eine Hose geben oder gibt es keinen kompletten Anzug, sondern das kannst du tatsächlich einzeln kaufen und das Jackett gibt es immer zu einem kompletten Anzug dazu. Beim Jackett ist es so, dass das Jackett meistens einfach ein bisschen länger ausfällt, weil es normalerweise ja auch zu einem Anzug getragen wird, also als kompletter Anzug. Heißt, die Ärmel sind etwas länger und das Jackett ist insgesamt auch einfach ein bisschen länger. Beim Sakko sieht das anders aus. Da sind die Ärmel meistens etwas kürzer geschnitten. Somit sieht das Ganze auch direkt sportlicher aus. Und der gesamte Look des Sakkos ist ebenfalls ein bisschen kürzer. Somit passt halt ein Sakko auch wesentlich besser zu einem sportlichen Look, wenn man so einen sportlichen Look erzielen möchte, als ein Jackett. Und vom Stoff her ist es so, dass die Jackets meistens ein bisschen feiner sind. Logisch, man trägt das ganze Ding zum Anzug. Und ein Sakko ist meistens ein bisschen gröber vom Stoff her, manchmal auch ein bisschen interessanter vom Muster, weil man das nicht zwangsweise mit einem Anzug trägt, sondern einfach auch in Kombination mit einer Chino oder einer Jeans. Der nächste Tipp, einen Sakko sportlich zu stylen, sind Sneaker. Versuche einfach, Sneaker anzuziehen und so einfach den Look einfach abzurunden. Ich persönlich habe jetzt hier auf meine weißen Ledersneaker zurückgegriffen, die wirklich super dafür funktionieren. Du solltest an dieser Stelle jetzt keine zu sportlichen Schuhe auswählen, also keine Nike Shox oder so in Kombination mit einer Chino und einem Sakko. Das funktioniert irgendwie nicht. Also, wenn du Sneaker auswählst, ganz wichtig auf jeden Fall, dass die Sneaker dekubertur sauber sind und bestenfalls meiner Meinung nach auch schön weiß sind, damit es einfach den Look schön abrundet und sportlich ist. Also falls du dir unsicher sein solltest, kannst du auf jeden Fall weiß zurückgreifen, da machst du auf jeden Fall nichts mit falsch. Und wenn du eine andere Farbe des Sneakers haben möchtest, ein Tipp an dieser Stelle, denk an die Freifarbregel, dann wähl einfach eine Farbe aus deinem Outfit. Ja, wenn du zum Beispiel irgendwie eine beige Chino anhast, kannst du zum Beispiel dazu einfach noch passende beige Sneaker anziehen. Kommen wir zum nächsten Punkt, das Einstecktuch. Der Look soll sportlich aussehen, ja auf jeden Fall, aber er soll auch nicht zu lässig sein. Und wenn du ein Einstecktuch verwendest, dann bekommst du genau diese gewisse Kombination hin, also genau das gewisse Etwas, was diesen Look einfach perfekt aussehen lässt. Ein Einstecktuch hilft dir nämlich, entweder einen Akzent zu setzen oder wenn du zum Beispiel auf ein außergewöhnliches Einstecktuch zurückgreifst, einfach auch ein Highlight zu setzen. Denn bei einem Einstecktuch kannst du nämlich ganz gut spielen mit Farbe, Muster und Stoff und je nach Jahreszeit kannst du es natürlich auch dementsprechend passend variieren. Also wenn du so ein paar Einstecktücher im Repertoire hast, ist das ganz cool. So Leute, das waren meine Tipps, wie man sportlich einen Sakko stylen kann. Ich hoffe, du konntest hier einfach so ein bisschen Inspiration rausziehen und ein bisschen was Nützliches rausziehen, wenn du dir das nächste Mal einen Sakko sportlich stylen möchtest. Ich habe auch ein paar Links einfach unten in die Infobox reingepackt zu passenden Produkten, damit ihr euer Sakko dementsprechend auch sportlich stylen könnt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei beim Sakko stylen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.